Konsole ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Psycho, existiert seit der 4. Spielgeneration und entwickelt sich zu Bronzong. Bronzel sieht in erster Linie aus wie eine schwebende metallene Scheibe, näherer wohl ein antiker Spiegel, und tritt hauptsächlich in Dunkelblau und Türkisblau auf. Am Rand der Scheibe befinden sich 6 gleich große dunkelblaue Kugeln, die mit dem Pokémon verschmolzen sind und im Sechseck angeordnet sind. Da Bronzel vermutlich aus Bronze besteht, lässt sich seine Farbe durch Einflüsse von Witterungsverhältnissen erklären. Von Bronzels Mittelpunkt aus bilden sich 3 Ringe mit unterschiedlichen Radien. Der äußerste Ring ist türkisblau gehalten, wobei die 2 kleineren inneren Ringe dunkelblau gefärbt sind. Auf der Linie zwischen diesen beiden Ringen befinden sich 4 kleine türkisblaue Kreise, die ein Viereck bilden. Es besitzt große gelbe ovale Augen mit schwarzen Pupillen, welche sich scheinbar nie schließen. Zudem kann man in der Mitte seines bronzespiegelähnlichen Körpers eine weitere türkisfarbene Kugel, welche wie eine Nase aussieht, erkennen. Auf seinem Rücken ist ein Muster in Form eines Zweiges mit 5 Blättern zu sehen und in seiner Shiny-Form werden das Türkisblau und das Dunkelblau durch einen hellen und einen etwas dunkleren Grünton ersetzt. Bronze ist aber ein ziemlich defensives Pokémon, hat jedoch wenig für die Offensive oder eine gute Geschwindigkeit übrig. Sein natürliches Attack-Repertoire besteht größtenteils aus Angriffen der Psycho-Stahl- und Unichttypen. Zudem herrscht eine gute Balance aus direkten und unterstützenden Attacken. Es nutzt seinen stählernen Körper, um physische Angriffe wie Gyroball und Gegenstoß zu nutzen oder Ramboss, bei dem es sein hohes Gewicht ausnutzen kann. Mit dem Einsatz von Finte kann es seine Gegner zudem hinters Licht führen und diese immer treffen. Auch gut sind Psychokräfte wie Psy-Welle, Seher oder Sondersensor, um aus der Ferne anzugreifen. Des Weiteren kann es seine Gegner mit Hypnose einschläfern, sie mit Konfusstrahl begrenzen oder Heilblockade am Angriff oder an Heilung hindern, mit Metallsound eine Schwächung der gegnerischen Defensive verursachen oder sich selber mit Eisenabwehr oder Bodyguard vor Attacken schützen. Seine primäre Fähigkeit Schwebe verleiht Bronzel Immunität gegenüber fast allen Bodenattacken, was eine seiner Typschwächen eliminiert und in seiner schwebenden Fortbewegung begründet liegt. Die sekundäre Fähigkeit Hitzeschutz hingegen beseitigt die Schwäche gegenüber Attacken vom Typ Feuer, indem es den Schaden durch Feuerattacken und auch Verbrennungen halbiert. Und Bronzels versteckte Fähigkeit ist Schwermetall und bewirkt, dass sich sein Gewicht verdoppelt. Dies hat Einfluss auf 4 verschiedene Attacken, darunter auch Ramboss, welche unterschiedlichen Nutzen aus dem eigenen bzw. dem Gewicht des Gegners ziehen und sich eben durch sein ohnehin schon hohes Körpergewicht und seinen metallenen Körper erklären. Bronzel scheint schon vor Jahrhunderten gelebt zu haben. Seine Verzierungen lassen darauf schließen, dass es oder zumindest Teile von ihm irgendwann einmal in alten Gräbern gefunden wurden. Man weiß trotz ausgiebiger Untersuchungen nicht, wie Bronzel innerlich aufgebaut ist und kann auch sonst kaum Aussagen über seine Verhaltensmuster treffen, weshalb sich teilweise intensiv mit ihm und seiner Herkunft befasst wird. Annahmen besagen, es solle früher wie ein Spiegel funktioniert haben, besonders das Muster auf seinem Rücken und dessen Bedeutung ist umstritten. Früher behauptete man, es verfüge dadurch über mysteriöse Kräfte. Bronzel findet man in Sinnoh, Johto, Einal, Hoenn, Gala und Paldea. Hier sind sie hauptsächlich in Höhlen, sonstigen von Bergen durchzogenen Gebieten, aber auch in Tempeln oder Museen zu finden. Dabei ist Bronzel der erste Teil der 2-stufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 33 zu Bronzong. Im Zuge der Entwicklung verwandelt sich Bronzel von einem Bronzespiegel zu einer alten Bronzeglocke und wechselt von einer flachen zu einer hauptsächlich zylindrischen Form. Zudem bildet es Arme aus und scheint nun einen Mund zu haben. Nennenswert ist zudem der starke Größenzuwachs und die Verdreifachung des Gewichts. Und mit seinen Typen ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Psychoattacken, halben Schaden gegen Normal-, Flug-, Gestein-, Stahl-, Pflanzen-, Eis-, Drachen- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Boden-, Geist-, Feuer- und Unichtattacken. Ausnahmen bilden Generationen 4 bis 5. Dort machen Geist- und Unichtattacken noch normalen Schaden und erst ab der 6. machen sie doppelten Schaden. Boden wird durch die Fähigkeit Schwebe zu Immunität und Feuer wird zu normalem Schaden durch die Fähigkeit Hitzeschutz. Und der Rest macht normalen Schaden.